So, hallo, wir machen weiter bei Inferi Mario. Das Was? letzte Mal Akkordaufnahme hier. haben wir angefangen, die Pflanze hier zu verschieben und müssen das aber noch ein bisschen weitermachen. Die ist auch gerade nicht so cool. Aber ich habe jetzt mal die Slow-Mo reingemacht, vielleicht geht es dann schneller. Ah, jetzt muss Was ich, ein Widerspruch. Was? Ich habe die Slow-Mo reingemacht, vielleicht geht es dann schneller. Klingt auch interessant. Nein. Weil grundsätzlich nichts, was du sagst, interessant klingen kann. Puh. Boah, ich bin so gut. Ich habe meine Flasche gerade genau in den Mülleimer geworfen. Und das ohne hinzugucken. Sie ist, glaube ich, gegen die Dachschräge geprallt, über mein Bett gerollt und dann in den Mülleimer gefallen. Neben, neben ihm. Ja, aber ich habe eigentlich gar nicht den Mülleimer treffen wollen. Ich wollte eigentlich die Flasche nur nach hinten werfen und ja, keine Ahnung, so was. So kann ich doch jetzt nicht verschieben. So kann ich doch jetzt nicht nach rechts verschieben. Hättest du nicht You can't see me, but I'm headbanging right now. Hättest du nicht einfach Ach, Scheiße, ich bin wieder zu blöd dafür. Ihr könnt mich gerade nicht sehen, aber ich headbange. Da kriegst du vielleicht aus der Position schon rüber. Ach komm, dann. Kannst du dich alleine aufnehmen? Ich bin dann so in einer Stunde wieder da. Vielleicht hast du es dann geschafft, die Pflanze da rechts Nee. Das passt wieder nicht. Jeden Tag sitz ich am Wannsee und ich höre den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch und ich finde keine Ruhe. Okay. Ja. Und wollen wir uns nochmal bei Leuten? Ich will mich mal eben bei jemandem bedanken. Nein, kommt jetzt schon wieder meine Story. Nein, so verschiebe ich sie nicht. Dieses Projekt übrigens nicht. Minecraft Stop ist eines der langweiligsten Spiele, was ich je gesehen habe. Ja, vielleicht ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, sondern viel. Bin ich eigentlich gemutet? Nein, du bist nicht gemutet. Gut. Also, dumme Lieke, ich danke dir, weil du Connens Kanal wieder gefunden hast und du trotz einer komischen Aufnahme in den Ferien gesagt hast, mach weiter so. Finde ich schön. Danke dir, mein lieber Freund. So. Ich würde es schon rübergehen. Dir danke ich auch. Warum? Weil du tolle Level baust und in Feri immer unterstützt hast. Boah, was machst du denn auch da, Conan? So funktioniert das nicht. Ich muss doch. Ein Falke. Du hast gesagt, dass alle zusätzlichen Personen in dem LP außer den Erstellern. Ja, sie würde doch jetzt locker schon rübergehen, wenn ich hier getroffen einfach werde. Einfach nur nervig sind und nichts Sinnvolles beitragen. Da hast du recht, Falke. Deswegen bin ich auch dafür, dass Conan raus aus seinem Let's Play muss. Ja, weil Conan raus. Conan trägt nichts dazu bei. HF zähl dich einfach mal zu Erstellern, der hat auch ein Level gebaut. Also, Conan raus aus diesem Let's Play. Sehr gut gemacht, Falke, danke. Und Seonive oder Seonive. Ich muss sagen, dass mir die stetige Erhöhung der Partlänge gefällt. Das tut mir leid für dich, dass ja die Partlänge jetzt erstmal. Ach, du liest jetzt Kommentare durch? Geil. Ja, ich mache ein Drachenlord-Format. Also, es tut mir leid, dass die nächsten Parts alle kürzer sind, weil Conan und ich ein Examen haben und deswegen nicht allzu viel. Du hast überhaupt kein Examen? Doch, ich habe ein wichtiges Examen. Und mein Mückenstich juckt. Ah, Eichdiel. Ja. Ach, ich darf doch da nicht so nah ran, ich Depp. Oh, jetzt fangen alle anderen auch wieder an. Ach, ich hasse Mücken. Wow. Oh, Mann, ey. Ich müsste praktisch so und dann geht das hier rüber, oder was? Ich
müsste quasi so und dann die Zunge rein und dann immer tiefer. Ja, aber so wird die nicht rübergezogen. Baum aller Frauen. Nehmen. Ah. Oder mache ich das richtig? Ich weiß halt nicht, ob ich das richtig mache. Ah, ich würde eigentlich gerade ganz gerne runtergehen und was kochen. Ich habe Hunger, Conan. Doch, so würde sie drüben landen. Aber jetzt der Cooper halt müsste jetzt noch da sein. Ah, ha, 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 ha. Dafür müsste sie sogar... Oh, okay. Es ist gar nicht mal so dumm, wenn sie weiter rechts, links ist. Weil dann die Zunge weiter ausgestreckt werden kann beim Drehen. Okay, dann geh wieder ein Stückchen nach drüben, Pflanze. Magst du dich bitte löschen? Lösch dich, Conan. Lösch dich, Alexander. Zu den Ferien-Playlist. Warum sind denn dann... Weil, ich glaube, ein Infovideo, dass es bei Faultier weitergeht oder so, ist noch an der Playlist. Ach so, ja. Warum auch immer das da drin ist, Conan, lösch das. Conan, wie viele Parts haben wir mittlerweil mittlerweile? Weil sie den Fairy-Tag wahrscheinlich hat. Also alles, was in den Fairy-Tag hat, in der Playlist landet. Im wievielten Inferi-Part sind wir jetzt? Noch ein bisschen Viel zu vielten. Was? Im viel zu vielten. Ja, dich habe ich gehört, aber was hat Conan gesagt? Ich habe gesagt, noch ein bisschen weiter nach links muss die Pflanze. Ich gehe einfach nicht auf die Fragen deiner Zuschauer ein. Ja? Tu ich doch. Nicht. Was hast du gefragt? Der wievielte Inferi-Part ist das hier jetzt? Wir haben angefangen bei 192, dann war 193 und ist das 194. Ui, also ist das wahrscheinlich ist es 195. Schon, der, aber hey. Schon der 15. Part in diesem Level. Oder? Nee. Nein. Nein. Ja, doch. 179 ist der erste Part, wenn man die zwei vorher nicht dazu zählt. Also kannst du die dazu zählen. Also ist 179 der dritte Part. Jetzt rechne. Ich kann nicht rechnen. Ich auch nicht. Tja. Deshalb schreibst du auch nächsten Donnerstag Analysis. Ja, ich habe ja einen Taschenrechner. Die reine Rechnung. Ja. Genau. Ja, zieh sie in die Item-Löschblöcke rein. Boah, das ist perfekt, Conan. Da steht die einfach nur 1A. Hier dreht sie sich jetzt plötzlich. Ich will jetzt noch... perfekt verstanden, wie das funktioniert, so eine Pflanze in die... Ich will noch... Jetzt will ich nicht, dass es sich dreht. Boah, du bist so gut, Conan. Jetzt will ich nicht, dass es sich dreht. Das gibt's doch nicht. Wenn sie sich drehen soll, dann dreht sie sich nicht und... Ach, das gibt's doch nicht. Genau das, was ich hier mache, will ich da drüben machen. Aber... Oh, Übrigens, Conan, ich habe eine Zuschauerfrage an dich. Ein gewisser Kebab-Chiller fragt dich, wieso stehst du eigentlich im Telefonbuch, wenn du nicht angerufen werden möchtest? Oh ja, das würde ich auch... Das ist ein Hater, dem seine Fragen beantworte ich nicht. Ach, ein Hater? Ja. Ach, glaubst du, wir haben auch eine Liste? Irgendwie so, keine Ahnung, sowas wie... Wieso, wenn ich das hier also drüben mache, was ich gerade da hinten gemacht habe, wieso kann ich die dann nicht darüber bewegen? Ich trage mich übrigens für morgen in die Hater-Liste ein. Jo, ich hab gerade Dienst. Die landet da nicht drüben, wenn ich das hier mache. Bin ich dumm? Warum? Hier geht es nicht, was ich da drüben machen wollte. Das gibt's doch nicht. Ah, Conor, möchtest du eigentlich mal dazu kommentieren, dass ein gewisser YouTuber, beziehungsweise eine gewisse YouTuber, jetzt keinen BH mehr trägt und dazu ein interessantes Video gemacht hat. Wer ist denn das? Kelly Mrs. Vlog? Nee. Katie Cake. Ach so, die ist auch sehr relevant. Kenn ich ja. Nur relevant wegen Unge. Also, echt? Ja. Wer ist Unge? Keine Ahnung. Nee, aber was hat der mit der zu tun? Das gibt's doch nicht, wenn ich das von dir... Die waren mal zusammen, irgendwie, vor 2 Jahren. Ach so, ja gut, dann... Boah, dann haben sie dann irgendwie Schluss gemacht oder so und dann... Ich glaube, ich schlafe mich auch bei irgendeinem YouTuber hoch, ey. Mit wem will ich denn... Ich verstehe das nicht. Geh mit der Bibi zusammen, das Von der einen Seite geht's und von der anderen geht's nicht, was ist denn das für ein Schluss? Aber es gibt die... Also gibt die... Ihr Freund ist mir zu schwul, der würde nachher mich anbaggern. Weißt du, also ich glaube, der... Wenn ich mich an Bibi ranmachen würde, dann wird Julian Co. ankommen. Alter, und, was ist das denn? Mich von hinten in den Arsch ficken, bevor ich irgendwas mit Bibi machen kann. Glaube ich. Dann hätte ja, die ganzen drei Julie-Kinder.
Hier dreht sie sich jetzt wieder rüber. Als Väter. Wer ist denn sie überhaupt? Die Pflanze. Die Pflanze macht überhaupt nichts. Die Pflanze springt nur auf und ab. Ja, also macht sie ja was. Ja, aber sie dreht sich, kann sich nicht umdrehen. Die springt immer nur auf und ab. Ja, ich dreh sie halt jetzt richtig. Dann. Vor allem, Conan, die Pflanze, sie wird einfach... Sie kann sich nicht frei entscheiden. Sie wird von einem Assembler-Skript dazu gezwungen, das zu machen. Den ganzen Tag. Was für ein tristes Leben ist das denn, Conan? Conan, du hast überhaupt keinen Respekt, keine Rücksicht auf diese Pflanze. Conan, wenn du sie verschiebst, dann drehst du sie nicht mal um, weil die Pflanze bleibt immer genau gleich. Die wird nicht gespiegelt oder so. Das Einzige, was sie umdreht, ist Yoshi und Mario vielleicht auch. Und der Koopa, wenn er an eine Kante läuft. Ja, Mann. Oder Mario drin. Alter. Dann... Das sind die einzigen Dinge, die sich gerade von sich aus umdrehen können. Alter, wobei Yoshi wird ja eigentlich auch umgedreht und dreht sich nicht freiwillig um. Der wird ja von Mario dazu gezwungen, sich umzudrehen. Ja. Haben wir eigentlich einen freien Willen? Es ist eine gute Frage, aber irgendwie, ich weiß nicht, ohne Flo macht die Philosophie am Abend nicht so viel Spaß. Was ist? Ach. Meine Familie schreibt gerade in unserer WhatsApp-Gruppe, meine Schwester schreibt gerade ein bisschen fehlerhaft. Und meine Mutter ist getriggert. Wie amüsant. Sie schreibt richtig, auch in WhatsApp. Meine Schwester NHAIN, um Nein zu schreiben. Wie schrieb man den? Klasse, Troll Nummer 1. Von wem der das wohl hat? Mutter triggert. Ich schreibe in WhatsApp das meiste richtig. Nein, aber Trollen meine ich. Von mir nicht. Hallo? Ist es jetzt besser, wenn sie weiter links oder weiter rechts in dieser Lücke ist? Ja, das musst du doch für dich entscheiden, oder nicht? Bist du lieber rechts oder bist du lieber links? Ich weiß es nicht. Du grünversiffter Mensch. Du nicht mal mit Slow-Mo auf Yoshi landen kannst. Wie dumm bist du eigentlich? Wenn ich halt wirklich sie auf der Position schon rüberkriege, aber ich krieg sie halt nicht rüber, ich krieg sie so nur in die Wand gedrückt. Das heißt, es reicht nicht. Erinnerst du dich noch an die Level, den man einen Yoshi durchloopen lassen musste und nicht wusste, ob es oben angekommen ist? Ich glaube, es heißt LXVCCXX. Ja. Alter, wenn die Nummer passt. Was? Hä? Was die, denn? Die Nummer passt doch jetzt nicht wirklich, oder? Doch. Natürlich. LXV ist 65 und dann... Aber wie kann sich das denn alles merken, ist 220. Der Verrückte? Wie kann ich mir die Zahl 65.220 merken? Ist ja echt voll schwierig. 65.220, 65.220... Aber dass der Ferry-Level so hieß. Achso, ja, mein gut, Gott. Weil das ja mit dem zusammenhängt. Ja, du verbindest ja was mit der Zahl. Also wenn du wirklich unnötige Sachen kennen möchtest, die ich auswendig kenne, dann... Ich kenne Schlimmeres auswendig. Will ich eigentlich nicht kennen. Unnötigeres vor allem. Können, wenn du einmal hochspringst, die Zunge über das über die Pflanze bringst und die Pflanze quasi beim Zurückgehen erst getroffen wird, dann streckt die Zunge sich weiter aus. Nur so ein Tipp. Dann funktioniert... Siehst du, wenn du jetzt noch die Pflanze... Dann würde das funktionieren. Du hast nur leider schon zu lange gewartet, deswegen funktioniert das nicht mehr. Ah! Bist du dumm, Conan, ey. Weißt du, dass du auf sowas auch nicht selber kommst? Das ist unglaublich. Und dann funktioniert's? So habe ich das, glaube ich, immer gemacht. Da muss aber schon sehr viel zusammenpassen, dass das hinhaut. Du musst den Koopa treffen, der Koopa muss da sein und die Pflanze muss auf einer relativ guten Höhe sein. Das ist das Einzige, was zusammentreffen kann, muss. Der Rest, das kannst du alles beeinflussen, beziehungsweise die Pflanze kannst du beeinflussen. Oh! Ja. Da wärst du, okay, jetzt krieg ich sie rüber. Ich dachte, du wärst asexuell. Jetzt muss nur noch der Koopa kommen. Oh, der Koopa muss kommen. Sehr interessant, wie du das formuliert hast. Aber wenn die Pflanze jetzt nicht wenn der Koopa schon da wäre. Nein!
Aber ich sehe sie endlich einmal drüben. Das ist doch das, was ich wollte. Das wollte ich aus doch die ganze dem Zeit. Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsform und Phänomen von Zamonis und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigalla. Dimensionslochraum, der. Es ist eigentlich ganz einfach, sich einen Quadratmeter des Dimensionslochraums vorzustellen, vorausgesetzt man hat mindestens 7 Gehirne. Stellen Sie sich einfach einen Zug vor, der mit einer Kerze auf dem Dach durch ein schwarzes Loch fährt, während Sie selbst mit einer Kerze auf dem Kopf auf einem Glockenturm auf dem Mars stehen und eine Uhr aufziehen, die genau einen Quadratmeter groß ist. Und ein Uhu, der übrigens auch eine Kerze auf dem Kopf trägt, in entgegengesetzter Richtung zum Zug mit Lichtgeschwindigkeit durch einen Tunnel fliegt, welcher gerade von einem anderen schwarzen Loch verschluckt wird, das ebenfalls eine Kerze auf dem Kopf trägt. Sofern Sie sich vorstellen können, ein schwarzes Loch mit einer Kerze auf dem Kopf vorstellen können, dazu benötigen Sie nämlich mindestens 4 Gehirne. Verbinden Sie die 4 Punkte, an denen die Kerzen brennen, mit einem Buntstift und Sie haben ein Quadratmeter des Dimensionslochraums. Auf der Uhr können Sie übrigens nachsehen, wie spät es auf dem Mars ist, sogar im Dunkeln, denn Sie haben eine Kerze auf dem Kopf. Wenn jetzt der Koopa noch käme, der Koopa kommt gerade nicht. Gerade nicht. Komm schon. Ach, komm schon, Koopa, das ist bitte nicht dein Ernst. Oh, wir haben schon wieder fast 20 Minuten. Glaubst du, schaffst du noch, bis der Part vorbei ist? Ah, nicht wirklich, oder? 16 Minuten. Nein, dann bin ich schon wieder 2 Parts am... Willst du das nicht lieber auf der anderen Seite probieren? Hallo, Felix! Na, what the fuck? Wie geht's? Hoch! Da ist ja jemand. Nein, hallo, es sieht eigentlich ganz gut aus, wenn ich hier nämlich. Nicht, wie glaub, auf, was meinst du auf der anderen Seite? Wenn die dann direkt an der Wand ist, oder was? Wir haben übrigens den ersten Raum mittlerweile schon geschafft, das ist echt schön. Ja, ich sehe gerade schockiert, dass das ja der zweite Raum ist, von dem du mir in der Theorie alles erzählt hast. Das was meinst du mit der anderen Seite, Felix? Raum? Ich krieg's ja so rüber, also. Naja, ich meinte, dass du dich links vor dem. Also links. Vom Koopa hinstellst, während der Koopa aber selber nach rechts läuft. Oh, also dann theoretisch ja. Schlau ist es. Nicht so dumm, Conan. Wieso kommst du nicht auf sowas? Ja, aber wenn er jetzt theoretisch läuft er dann immer noch. Weil Conan theoretisch hat dann immer noch. Bewegt er sich immer noch weiter nach rechts. Und du selbst. Das war auch ein bisschen Spielraum mit der Pflanze. Aber ist nur eine Überlegung. Nach rechts bewegen. Ne? Aber ich brauche eine ziemlich lange Zunge, damit das hier rüber geht, oder? Ja, Raum nee. Also, du bist halt nach wie vor rechts vor dem Vieh und der Koopa. Also, du bist zwischen Koopa und der... Ach, keine Ahnung, probier einfach aus. Aber wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann ist ja wieder der Abstand der Zunge nicht so weit. Dann krieg ich die ja nicht rübergezogen. Oder? Ja, ich weiß es nicht. So genau weiß ich das nicht. Es war nur eine Idee. Ich habe das ja selber nicht gespielt. Was machst du hier? Im Prinzip ist das... Dass ich hier, ja, keine Ahnung. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ihr wirklich um die Uhrzeit aufnehmt. Deswegen habe ich wieder kurz mal rein. Das war eigentlich auch der einzige Grund. Idee. Unmenschliche Uhrzeit eigentlich hier, ne? Ja, ich meine, deswegen konnte ich mir das nicht vorstellen. Dachte ich, guckst du mal rein. Ja, läuft auf jeden Fall gut. Meinst du den dritten Part hier in diesem Raum? Den zweiten Part, in dem Conny die Pflanze versucht, da rechts reinzubekommen? Oh mein Gott. Nein, ey. Quasi schon wieder... Ich weiß ja, was in dem Scheiß noch, also was in dem Scheiß Level noch kommt. Ziemlich dumm. Das ist echt das Level der dummen Stellen. Und ich hab dir gesagt, dass ich ewig gebraucht habe, um die Stelle zu testen. Ach, die hier? Ja. Ach so. Ich war ja schon erstaunt, dass du die Pflanze so schnell an diesen beiden Löschblöcken vorbeibekommen hast. Ja. Ist das nee, aber Level für die Stelle. Fertig? Ja, also dieser Raum ist auch noch fertig. Super. Bitte was? Nichts. Ich hab's akustisch nicht. Ach so. Ich hab ja nur kurz reingeschalten gehabt, mein, dass die ersten Parts hier vorne, und da sagtest du nur von wegen, ja, das ist erst wichtig für den dritten Raum, der noch nicht gebaut ist. Ja. Was? Okay. Ja, der dritte Raum ist auch immer noch nicht gebaut. Ich habe im Moment nicht die Zeit dazu, in Veri zu bauen. Ich muss lernen für Mathe. Nehmen ist gerade in der Aufnahme. Ich hatte übrigens wieder eine wie heißt das, ein Suff-Level gebaut. Schon wieder. Felix. Ja. Oh, Felix, das war gut. Felix Suff, 15 ja! Minuten. Ja! Nein! Der Koopa darf nicht sterben, oder? Jan, es heißt Spaß 25 Jan. Minuten. Punkt Koopa, glaub ich nicht. Ich glaube, du kannst den Koopa töten. Okay. Ich würde mich jetzt aber beeilen an deiner Stelle. Musst du mal die Pflanze nochmal darüber ziehen? Boah, jetzt weiß ich nicht. Nein, wo habe ich denn drüber? Nein! Oh, nee, es sieht sogar Spaß 30 Minuten, okay.
Oh! Ich bin in der 9 gelandet, scheiße, ich. Warst du wenigstens richtig hart besoffen? Conan, du kannst jetzt den Part beenden. Warte, ich hab mich versaved. Leider nicht, Jan. Moment. Warte. Oh, deine Mutter hat sich versaved. Ich hab gerade den Save überschrieben, wo ich vor der Tür stehe. Das ist nicht gut. Ach ja, weißt du, was gleich auch noch lustig wird, die Pflanze wieder nach links zu ziehen? Das ist eine besondere Art von Verglitschen. Oh, die hatten wir noch nicht. Ich weiß, was da kommt. Ja. Ich weiß es leider noch. Bei der State noch okay sein sollte. Das war doch was mit so einem Blöckchen, oder? Ja, richtig. Bitte was? Nichts. Warte, Conan. In der Theorie kenne ich leider hier das. Hier wollte ich ihn speichern eigentlich. Ja, auch den Rest, der jetzt mittlerweile auch fertig ist. Wo ist denn die Pflanze da? Den Choice-Part von... Aber Jan, die Pflanze geht nicht höher, ne? Doch, klar. Choice-Part kenne ich nicht, glaube ich. Ah, okay. Oder? Der ist auch lustig. Ach doch, jetzt ist das noch ein Game-Level-Abschnitt? Ah, ja, das ist dann... Also... Doch, kenne ich das. Okay. Glaub ja. Das habe ich doch schon... Du übrigens nicht offscreen. Ach echt? Ich weiß ja nicht, ob du dabei warst, als ich das... Ja, dann muss ich so schnell aber gar nicht sein, Jan. Guck mal, die ist ja echt, die hat ja haufenweise... Ja, stimmt, dann habe ich das mal verlangsamt. Das war ursprünglich mal schneller. Aber da war es halt unmöglich, da hochzukommen und rechts... Also du musst dich oben auch schon vorbereiten, deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, wenn es... Moment, worauf vorbereiten? Ja, die Pflanze zu holen, ich muss sie mit dem Pilz holen. Nee. Wie nee? Wenn du gleich oben bist, beende den Part. Dann bin ich noch im gleichen Part, scheiße, ja. Ja, Conan? Ja. Hey, wieso komme ich jetzt da nicht durch? Aber es ist ja 21 Minuten. Oh, was ist denn das jetzt für ein blöder Swamp? Du kannst auch auf das Yoshi draufspringen und mit dem Yoshi, während so. Du... Ja. Wow. Ey, du bist so unglaublich, Conan, ne? So, geht doch, Jetzt save. Jetzt safe und ich gehe nicht in die 9 wieder runter. Ich hoffe, du hast die Pflanze nicht aufgescreent. Nein, die Pflanze kommt hoch. Sicher? Sicher? Spul mal vor. Fuck. Achso, ich hatte Dings. Da kommt sie. Ah, okay, gut. Ich hatte Pause und spul vor, hier. Wow, du hattest Pause, als bewegt sich zwar nicht mehr, aber merkt man sonst gar nicht. Oh Mann, Conan. Ja, ich habe auch mich gewundert, dass der Ton aus war. Egal. Conan, du bist ein ganz besonderer Mensch. Ja. Mit ganz besonders meinst du. Das erfahren wir beim nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Mach's gut.